Wann fangen Sie an mit den ersten Kraftwerken? Wann geht's los? Ich sagte doch, ich schreibe Ihnen gerne auch noch mal, wenn Sie mir hinterher Ihre Adresse geben, welche Kohlekraftwerke wir schon stillgelegt haben, welche wir in die Reserve getan haben. Und ich sage, wir werden Wege finden, wie wir bis 2020 unser 40%-Ziel einhalten. Das verspreche ich Ihnen. Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel war das in der ZDF-Sendung Klartext kurz vor der letzten Bundestagswahl. Sowohl sie als auch Martin Schulz von der SPD haben sich vor der Wahl ja ganz klar für die Klimaziele von 2020 ausgesprochen. Das hat sich nun geändert. Viele sind aufgeschreckt, als bekannt wurde, dass SPD und Union dieses Vorhaben in den aktuellen Sondierungen einfach gekippt haben. Im veröffentlichten Sondierungspapier sind die Parteien dann zwar etwas zurückgerudert und haben verlauten lassen, man bekenne sich zu diesen Zielen, da ist aber nicht von einer Umsetzung die Rede, sondern nur davon, dass Handlungslücken möglichst schnell geschlossen werden sollen. Die Ziele von 2030, die wolle man dann aber, Zitat, auf jeden Fall erreichen. Wirklich zuversichtlich klingt das alles nicht. Und wenn es schon die mögliche künftige Bundesregierung nicht so genau nimmt mit dem Klimaschutz, wie sieht das eigentlich bei den Bürgern aus? Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler von Detektor FM und ich will mich in den nächsten Wochen zusammen mit Ihnen auf eine Reise begeben, eine Reise durch Deutschland. Meine Kolleginnen und Kollegen und ich, wir wollen herausfinden, wie steht es in Deutschland eigentlich um den Klimawandel? Welche Veränderungen der Umwelt stehen für uns bevor? Welche Maßnahmen werden schon getroffen, um sich darauf vorzubereiten? Und was können wir eigentlich selbst tun, um ihn aufzuhalten? Oder geht das eigentlich gar nicht mehr? Dafür werden wir unter anderem an die Nordsee fahren, um zu schauen, ob die Deiche halten. Wir werden einen Abstecher nach Franken machen und erfahren, was eigentlich mit den Skigebieten passiert, wenn kein Schnee mehr fällt. Und wir werden uns natürlich auch mit der Energiewende beschäftigen. Doch in dieser ersten Folge starten wir mit einer ziemlich simplen Frage. Kennen Sie jemanden, der nicht an den Klimawandel glaubt? Und wie würden Sie ihm oder ihr den Klimawandel erklären? Das wollte ich von einem Profi wissen. Der menschengemachte Klimawandel ist eine Erhöhung der globalen mittleren Temperatur, die seit dem späten 19. Jahrhundert bislang etwa 1 Grad Celsius beträgt. Und die Ursache dieser globalen Erwärmung ist der Ausstoß von Treibhausgasen durch den Menschen, der eben zu einem Anstieg der Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre führt. Das ist Stefan Ramsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, unter anderem Co-Autor des Standardwerks Klimawandel, Diagnose, Prognose, Therapie und einer der bekanntesten Klimaforscher Deutschlands. Mit Klima ist ja gemitteltes Wetter gemeint. Also wenn es einmal einen Sommer etwas heißer ist, dann hat sich noch nicht unbedingt das Klima geändert. Solche Schwankungen sind ja normal. Aber wenn es viele Sommer in Folge immer heißer wird, dann zeigt sich daran eben der Klimawandel. Auch in Deutschland ist die Temperatur schon um mehr als 1 Grad im Jahresmittel angestiegen. Und wir beobachten zum Beispiel eine Verfünffachung von Temperaturrekorden weltweit, also Wärmerekorden in den Monatsmittelwerten. Und das sind Ereignisse wie der sogenannte Jahrhundertsommer bei uns im Jahr 2003, der in Europa 70.000 Menschenleben gekostet hat. Also das Klima heizt sich auf und der Mensch ist schuld daran. So weit, so gut. Doch wie wir wissen, sehen das nicht alle so. Natürlich wandelt sich Klima immer. Das hat sich seit Jahrtausenden gewandelt. Wir sagen nur, wie weit das menschengemacht ist, das ist höchst problematisch. Alexander Gauland, Fraktionsvorsitzender der AfD in der ZDF-Sendung Schlussrunde vor der Wahl im September 2017. Klimaskeptiker, das wissen wir, gibt es vor allem im angelsächsischen Raum. Einer von ihnen ist der amtierende Präsident der USA, Donald Trump. Sie behaupten meistens, dass es in der Wissenschaft umstritten sei, dass der Mensch wirklich für den Anstieg von CO2 in der Atmosphäre verantwortlich ist. Stefan Ramsdorf setzt sich schon seit vielen Jahren mit Klimaskeptikern auseinander. Den Eindruck zu erwecken, dass ein Thema umstritten ist, dazu brauchen Sie nicht viele Leute, sondern dann irgendwelche ganz exotischen Leute herangezogen, die behaupten, es stünde eine neue Kältephase bevor oder Klimawandel liegt an der Sonne. Aber ohne dass das einen wirklich seriösen Hintergrund hat und ohne dass in der tatsächlichen echten Klimaforschung weltweit solche Dinge ernsthaft überhaupt diskutiert würden. Aber wie groß ist die Gruppe der Klimaskeptiker in Deutschland und wie sieht es überhaupt aus
mit dem Klimabewusstsein der Deutschen. Ich fahre ans Umweltbundesamt in Dessau. Dort wird alle 2 Jahre die Umweltbewusstseinsstudie erstellt. Die letzte ist von 2016 und in ihr werden repräsentativ 2000 Menschen in Deutschland zu Umwelt und Klima befragt. Die erste Frage wird dabei offen gestellt. Was glauben Sie, sind die wichtigsten Probleme, denen sich unser Land gegenüber sieht? Auf Platz 1 mit 55% Zuwanderung und Migration. Auf Platz 2 mit 47% Kriminalität, Frieden und Sicherheit. Und überraschenderweise ist bei dieser offenen Frage dann als dritter Themenkomplex dann Umwelt genannt worden. Umwelt- und Klimaschutz, Umweltprobleme, umweltpolitische Herausforderungen. Mit 21%, das war Angelika Gellrich, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Umweltbundesamt. Sie gibt Auskunft zur Studie und sagt, der Umweltschutz ist bei den Deutschen ganz klar im Bewusstsein verankert. Unter den Umweltthemen kommt der Klimaschutz selbst allerdings nicht an erster Stelle. Klimawandel, Klimaschutz hat einen sehr hohen Stellenwert. Wenn man aber jetzt fragt, welche Umweltrisiken, welche problematischen Entwicklungen mit Blick auf Umwelt finden Sie jetzt besonders wichtig oder auch sozusagen gefährlich, bedrohlich, hatten wir gesehen in der letzten Umfrage, dass Plastikmüll in Weltmeeren und aber auch die Abholzung von Wäldern, Regenwäldern noch etwas vor dem Klimawandel sozusagen liegen in der Wahrnehmung. Was möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass diese Themen einerseits greifbarer, anschaulicher sind, aber zum anderen eben auch, weil dazu auch zuletzt einfach sehr viel in den Medien berichtet wurde. Wir sehen eben auch eine gewisse Korrelation sozusagen, das, was die Leute als wichtig nennen, entspricht zum Teil eben auch stark dem, was auch aktuell in den Medien diskutiert wird. Aktuelle politische Debatten beeinflussen also, wie die Deutschen zu Umweltschutz und Klima stehen. Dieser Meinung ist auch Ortwin Renn, Direktor am Institut für Advanced Sustainability Studies in Potsdam. In einer ländervergleichenden Studie zur Klima- und Energiepolitik in Europa haben er und seine Partner herausgefunden, dass 16% der Deutschen nicht an den Klimawandel glauben. Ein ziemlicher Schock. Ich denke, dass teilweise damit zusammenhängt, dass wir natürlich hier eine neue Partei haben, die AfD, die ganz bewusst den Klimawandel auch leugnet. Also von daher es natürlich auch Menschen gibt, die jetzt tatsächlich sehen, dass es eine politische Repräsentanz gibt. Und ich glaube, dass das mit dazu geholfen hat, dass es insgesamt wieder mehr Leute gibt, die vielleicht sich auch in Umfragen dazu bekennen, selbst wenn sie es vorher auch schon geahnt oder geglaubt, aber nicht zugegeben haben. Dennoch ist man sich beim Umweltbundesamt sicher. Trotz einiger Skeptiker ist die große Mehrheit der Deutschen vom Klimawandel überzeugt. Und auch wenn in den Medien die Themen Integration und innere Sicherheit viel Raum einnehmen, bleibt der Klimaschutz ein wichtiges Thema. Mit der Politik allerdings sind die Menschen eher unzufrieden. In der Umweltbewusstseinsstudie sagt nur ein Drittel, die Bundesregierung tue genug oder eher genug für Umwelt- und Klimaschutz. Dazu Angelika Gellrich. Für diese größeren Zusammenhänge, davon wird auch viel bei den Menschen in Deutschland auch schon verstanden und wahrgenommen. Ja, es ist aber relativ viel Unsicherheit da und die Menschen haben lange gehofft, dass eigentlich Politik die entsprechenden Maßnahmen ergreifen würde. Und ich glaube, momentan ist einfach auch mit Blick auf Umweltpolitik auch eine gewisse Ratlosigkeit und vielleicht auch zum Teil auch eine Verdrossenheit da, weil man das Gefühl hat, das, was eigentlich passieren müsste, wird irgendwie nicht gemacht und wird irgendwie verschleppt. Der Klimaforscher Stefan Rahmstorf stimmt zu. Die Bürger wollen eigentlich, dass das getan wird. Die Bürger wollen ja auch mehrheitlich den Kohleausstieg und solche Dinge. Aber es sind eben Lobbykräfte, die großen Einfluss auf die Politik haben, die das dann immer wieder verhindern. Ich bin darüber auch sehr enttäuscht, weil ich glaube, die Politiker könnten durchaus wesentlich mutiger sein. Die Bevölkerung würde da mitgehen. Die Bevölkerung möchte gerne Klimaschutz, weil Klimaschutz ist ja auch letztlich Heimatschutz. Und natürlich erwarten die Bürger von der Politik, dass das geschützt wird. Wie genau dieser Klimaschutz in Zukunft in Deutschland aussehen wird, dazu soll sich laut Sondierungspapier eine Kommission zusammensetzen, die dann Ende 2018 erste Ergebnisse vorlegen will. Bis dahin wollen wir bei Mission Energiewende schon mal selbst auf die Suche gehen. Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf Deutschland und wie können wir uns schützen? Diese Frage bespreche ich dann in der nächsten Woche mit meinem Kollegen Thibaut Schremser. Der ist nämlich nach Franken gefahren, um herauszufinden, was die Skiliftbetreiber eigentlich machen, wenn es nicht mehr schneit. Wenn Sie diese Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie den Podcast Mission Energiewende abonnieren. Bei Apple Podcasts oder einer anderen Podcast-App Ihrer Wahl und natürlich auch auf Soundcloud, auf Spotify und auf dieser. Mein Name ist Christian Eichler, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.